und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Bankorei, allerdings nähern wir uns so langsam dem Ende zu. Wir sind jetzt hier unten beim Wegschrein von Osinis Atem und da hinten ist unsere Quest. Wenn ich nicht hier an jeden Stein immer hängen bleiben würde, käme ich auch hin und natürlich, wenn sich nicht immer so bösartige Sachen in den Weg stellen würden, die wir einsammeln müssten. Ja, Nadira stimmt mir gerade zu. Ah, König Emmerich sagte, dass ihr vielleicht kommt. Die Kaiserlichen sind hier. Wusstet ihr das? Der König und seine Männer bereiten sich gerade auf einen Angriff vor, obwohl sie stark unterlegen sind. Ich denke, es ist gut, dass ihr hier seid. In der Tat. Es klingt, als ob ihr mich bräuchtet. Also, als ob er mich bräuchte. Okay. Dann sputet euch. Ihr findet den König gleich die Straße hier hoch. Ich werde diese Mauer erklimmen und versuchen, noch mehr Einzelheiten über die Verteidigung der Kaiserlichen in Erfahrung zu bringen. Ich werde mich euch in Kürze anschließen. Und wir haben einen kräftigenden Ring erhalten. So, die Straße runter. Das ist aber wahrscheinlich noch ein gutes Stück. Kaum fängt man mit der Aufnahme an, ist der Hals auch schon wieder im Eimer. Was meint sie denn mit der Straße runter? Da hinten, wo die Himmelsscherbe ist? Wo die vielen Pferde sind? Oder? Ah, hier. Er war nur unsichtbar. Okay. Jetzt tun mir die Ich habe mich schon gefragt, wann ihr kommt. Ich wusste, dass ihr mir nicht den ganzen Ruhm überlassen würdet. Natürlich hätte ich ohne eure Anwesenheit nichts unternommen, aber ich tue gern so. Nun, wie zum Vergessen geht es euch überhaupt? Mir geht es gut, Eure Majestät. Wie geht es euch? Ich fühle mich stark. Ich bin bereit, ein bisschen kaiserliches Blut zu vergießen. Man wird sich an diesen Ort als jenen Platz erinnern, an dem die Kaiserlichen zu ihrem letzten Gefecht in Bankorei antraten. Trotz der Sorgen meiner Berater habe ich mich entschieden, dass ich den Sturm selbst anführen muss. Meint ihr wirklich, dass das sicher ist? Ha, versucht ihr jetzt etwa auch noch, mich zu verhätscheln? Spart euch eure Sorgen. Das ist ein Befehl. Natürlich werden wir siegreich aus der Schlacht gehen. Jeder meiner Soldaten kann 10 von ihren erledigen und ihr könnt es mit 100 von ihnen aufnehmen. So, können wir jetzt bitte weitermachen? Ja, natürlich. Ich stehe euch zu Diensten. Gut, Männer und Frauen. Die Stunde der Wahrheit. Dup. Wo er nicht mindestens ein Dutzend Feinde erschlagen hat. Tötet so viele ihr könnt. Aber Finger weg vom Magus, General. Sie gehört mir. Und mir allein. Gute Rede, Emmerich. Kaum zu glauben, dass ihr nach all den Jahren noch immer scharf auf mich seid. Kommt nur her, ihr Turteltaube. Immer noch dieses übersteigerte Selbstbewusstsein. Ich habe keine Angst vor euch, Septima. Zu den Waffen, verteidigt den König! Das werdet ihr nicht schaffen. Wir sollten ein wenig Zeit unter 4 Augen verbringen, Emmerich. Kommt schon, suchen wir uns einen ruhigen Ort. Ja, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gesehen hat. Ich wollte eigentlich nur das Bild, also die UI ausschalten und habe aus Versehen einen Screenshot gedrückt. Und jetzt kam ich nicht mehr ins Bild rein. Bei Zeds Tränen! Was ist geschehen? Wer hat alle getötet? Wo ist der König? Der kaiserliche Magnus-General hat sie getötet und den König gefangen genommen. Oh, gnädige Mara, bitte sagt mir, dass das nicht wahr ist. Ich wusste, dass der König niemals hätte kommen dürfen. Warum hat er sein Leben nur so aufs Spiel gesetzt? Was werden wir jetzt tun? Jemand muss ihm nachsetzen. Das werde ich. Wisst ihr, wohin sie ihn gebracht haben könnte? Nein, ich meine, ich habe dieses ganze Gebiet von diesen Kämmen dort aus ausgespäht. Das kaiserliche Lager liegt gleich hinter diesem Hügel. Und von da geht dieser Tempel, die Halle der Helden, noch Ewigkeiten weiter. Sie könnte den König irgendwo in diese riesige Anlage gebracht haben. Wo schlagt ihr vor, dass ich mit der Suche anfangen soll? Im Lager. Dort herrschte in den letzten Tagen reges Treiben. Die Kaiserlichen gingen ständig in den Tempel hinein und wieder heraus. Ich habe sogar den Magus-General selbst gesehen. Vielleicht findet ihr Hinweise auf ihren Plan, wenn ihr das Lager durchsucht. Dann gehe ich los und durchsuche das kaiserliche Lager. Ihr seid tapfer, ganz allein den König zu verfolgen. Ich applaudiere eurem Mut. Ich werde nach immer fortgehen, um zusätzliche Hilfe anzufordern. Dann werde ich zurückkehren.
Mögen Rubgar und alle Götter bis dahin mit euch sein. Gibt es etwas, das ich über die Verteidigung der Kaiserlichen wissen sollte? Nichts. Abgesehen davon, dass sie sich sehr gut eingegraben haben. Ich würde schätzen, dass sie schon seit Wochen hier sind und sich auf irgendetwas Wichtiges vorbereiten. Die meisten kaiserlichen Soldaten sind im Lager. Ich denke aber, dass es im Tempel selbst auch Daedra geben wird. Was könnt ihr mir über den Tempel sagen? Die Halle der Helden? Oh, sie ist sehr, sehr alt und niemand benutzt sie mehr. Heute werden die Helden in Tuvakas Thron oder in der Nekropole Motalion beigesetzt. Aber vor langer Zeit wurden hier große Helden wie Frandar Hunding und Makelaleki bestattet. Warum wird sie nicht mehr benutzt? Die Hüter sagen, sie sollte den Göttern selbst vorbehalten bleiben und dass die Sterblichen hier nie wirklich willkommen waren. Vielleicht ist das so. Den Legenden zufolge war dies immer ein Ort, an dem Ebenen aufeinandertrafen. Der Ort, an den die Seelen verdienter Rotwardonen gingen, um ihre Reise zu den fernen Ufern anzutreten. Ja, da steht ein Zeichen im Hintergrund. Das heißt... dass ich mal kurz eine Kiste aufschließen muss. Oh, komm schon. Okay, allerdings Septas Pläne. Und einmal ganz hinten durch. Ja, aber wo kriege ich denn die Pläne? Das sind die doch nicht. Och Gott, man bleibt hier auch echt überall hängen. Denen, die ihrer nicht würdig sind, sage ich niemals die Wahrheit. Aber jetzt ist der Kreis weg, ne? Jetzt ist der Kreis weg. Sucht nach Hinweisen auf die Pläne. Dann war das wahrscheinlich jetzt ein Hinweis, das, was wir gerade gefunden hatten. Was haben wir denn hier oben? Ein Buch. Sehr schön. Das Buch der Rätsel. Das nehmen wir eben mal schnell mit. Oh, lies zwei Bücher, sehr gut. Ich habe zwar nur eins gelesen, aber das eine wird dann auch als Buch gewertet. Da unten, das sieht mir wie ein Hinweis aus. Anordnung des Centurio. Ich möchte das jetzt nicht so lesen, weil ich hier mitten im Kriegsgebiet stehe. Deswegen, ihr könnt euch das natürlich gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Indem ihr einfach auf Pause drückt. Guten Tag, ich muss mal eben da durch. Vielen Dank für den Beistand, wollte ich gerade sagen. So. Was haben wir hier? Über die Kammer des Untergangs. Das können wir uns hoffentlich mal kurz durchlesen. Achtung, alle Mitglieder der 7. Legion. Seit wir die Kammer des Übergangs entriegelt haben, gibt es zahlreiche Mutmaßungen darüber, was ich wohl darin tue. Ich werde euch nun erklären, was passieren wird, wenn einer von euch auf die Idee kommt, selbst seine Nase in die Kammer zu stecken. Die magischen Kräfte an diesem Ort erlauben es mir, eine einzigartige Form der Bestrafung auszuüben. Wenn ich euch diesen Kräften aussetze, werdet ihr erleben, wie eure Haut und eure inneren Organe sich im Nu verflüssigen. Anschließend verwesen eure Knochen, die dann innerhalb von Minuten zerbröckeln. Und am Ende wird eure Seele dazu verdammt, diese Erfahrungen alle Ewigkeit aufs Neue zu durchleben. Bitte bedenkt dies, bevor ihr meine Arbeit stört. Magnus General Septina Tarn. Ja, war dann wohl doch nicht so nicht so nützlich für die Story, was ich gerade gefunden habe. Betretet die Halle. Die ist weiter oben. Das heißt, wir müssen schon wieder nach oben. Oh, die waren doch gerade alle weg. Die waren doch gerade alle weg. Oh, komm. Was willst du jetzt von mir? Hau einfach ab, komm.
Lass mich die Tür öffnen. So. Hallen der Götter oder Hallen der Toten? Welche jetzt? Gibt es einen Unterschied? Schaut, noch eine Lebende. Oh, entschuldigt. Ich sollte leise sprechen. Will die Toten nicht stören oder die Daedra, die hier überall herumkriechen? Ich finde sie ziemlich ekelhaft. Nicht richtig für diesen Ort. Überhaupt nicht richtig. Wer seid ihr? Ich? Ich bin der Hüter der Halle. Ich bin ein Wächter des Tores zwischen dem Hier und dem Dort, zwischen diesem Ort und dem Nächsten. Die Lebenden gehören nicht hierher. Ich soll sie draußen halten. Doch das scheint mir misslungen zu sein. Sprecht ihr über die Kaiserlichen? Ja, besonders dieser grausame, perverse Magus-General. Ich glaube, sie wird Septima Tarn genannt. Sie hat alle Regeln gebrochen. Das habe ich ihr auch gesagt. Oh ja, aber sie wollte nicht hören. Ich glaube nicht, dass ich sie dazu einlade, noch einmal wiederzukommen, sobald sie von hier verschwindet. Wisst ihr, wo ich Septima Tarn finden kann? Sie ist in der Kammer des Übergangs. Doch das ist ein verbotener Ort. Ihr braucht eine besondere Erlaubnis, um dorthin gehen zu dürfen. Dies ist die Halle der Helden. Ihr werdet sie davon überzeugen müssen, euch passieren zu lassen. In Ordnung. Wo finde ich diese Helden? Oh, sie sind hier überall verstreut. Überall. Das Schwierige ist, sie zum Reden zu bringen. Sie sind eher von der schweigsamen Sorte und schon seit Jahrhunderten tot. Frandar Hunding könnte euch Gehör schenken. Ihr werdet einfach etwas Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aber ihr habt Tuvakas Segen. Woher weiß er das? Dann werde ich nach Frandar suchen gehen. Ich hoffe, dass Frandar euch vorbeilässt. Ich hoffe auch, dass er mehr Klarheit hat als ich. Ich frage mich, warum jemand die Kammer des Übergangs besuchen wollen würde. Oder gar die fernen Ufer. Gibt es nicht ein paar Ufer, die ein wenig näher an zu Hause liegen? Lebt ihr hier in der Halle der Helden? Ob ich hier lebe? Das ist eine kuriose Wortwahl. Ja, in der Tat. Wie ich schon sagte, dieser Ort ist nicht für die Lebenden. Es sind die Toten, die hier eigentlich leben. Ich wache nur über diesen Ort. Ich pendle zwischen dem Hier und dem Dort. Wie ist Septima Tarn in die Kammer des Übergangs gelangt? Wenn wir das wüssten, könnten wir sie vermutlich dazu zwingen, von hier zu verschwinden. Das würde uns allen viel Mühe ersparen, nicht wahr? Das wäre wirklich schön. Könnt ihr mir mehr über die fernen Ufer erzählen? Sie sind zwar nicht so weit weg, wie es sich anhört, aber man muss trotzdem sterben, um sie zu erreichen. Sie sind der Ort, für den die Seelen der Sterblichen bestimmt sind, wenn sie diese Ebene verlassen. Natürlich finden nicht alle Seelen den Weg, aber manche von ihnen gehören sowieso nicht dorthin. Ihr versteht schon. Nun gut, muss ich denn hin? Geradeaus und dann rechts rum? Das heißt, die wird mir auf jeden Fall hinterherkommen, ne? Mal stark von aus. So, die würden auch lästig sein. Machen wir auch direkt mal mit weg. Und die würden mich auch direkt anschießen. Also machen sie auch direkt weg. So. Achso, ich hätte durchlaufen können. Ah! Dann gut. Ich kenne euch. Euren Geist. Aber ihr gehört genauso wenig an diesen Ort wie die anderen, die Invasoren. Warum kommt ihr hierher? Warum stört ihr meine Ruhe? Ich muss in die Kammer des Übergangs gelangen. Von allen Orten in diesem Tempel, an die ihr nicht gehört, gehört ihr dort am allerwenigsten hin. Doch so wie ich spüre, dass die anderen kamen, um die Heiligkeit der Kammer zu schänden, spüre ich bei euch, dass ihr gekommen seid, um sie wiederherzustellen. Ich werde euch meinen Segen geben, wenn ihr euch als würdig erweist. Wie erweise ich mich als würdig? Die Eindringlinge haben meine Schriftrollen gestohlen. 4 heilige Schriften aus dem Buch der Kreise. Sie beschreiben die Grundsätze, die man in den verschiedenen Abschnitten seines Lebens bis zur Vollendung meistern muss. Besorgt die Schriftrollen.
Platziert sie auf den entsprechenden Podesten und erhaltet meinen Segen. Ich werde die Schriftrollen finden und sie zu ihrem Podesten zurückbringen. Okay, wir können hier auch noch ein bisschen was einsammeln. Das ist immer schön. Hier steht auch noch ein Wächter rum. Hier ist eine. Die Vollendung des Opfers. In der Jahreszeit meines Lebens, in der mich der Eisherbst zittern ließ, sah ich mich gezwungen, die Vorstellung meines Schicksals zu verwerfen, die ich für wahr gehalten hatte. Ich verließ meine Heimat, in die ich Zeit meines Lebens nicht mehr zurückkehren sollte. Unter Satta Karls stets wachsenden Einfluss muss der Schwertsänger dasselbe tun, um die Vollendung des Opfers zu erreichen. Das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Okay, wir gehen erstmal raus. Ich glaube, das war jetzt anscheinend doch noch nicht die Schriftrolle oder noch nicht eine der Schriftrollen. Die Vollendung der Disziplin. In der Jahreszeit des Lebens, in der ich die Regenhand durchschnitt, hatte ich mich bereits in mehr als 90 Duellen als unbesiegbar bewiesen. Ich hatte die 38 Griffe, die 750 Offensiven und die 1800 defensiven Haltungen und die 9000 Angriffe gelernt, in denen ich mich den Rest meines Lebens üben sollte. Mit Onsis Segen muss der Schwertkämpfer dasselbe tun, um die Vollendung der Disziplin zu erreichen. Ich hoffe, dass ich das nicht machen muss. Geht mir nicht auf die Nerven, ich brauche nur die Schriftrolle. So. Die Vollendung der Weisheit in der... Ist das jetzt euer Ernst? In der Jahreszeit meines Lebens, in der ich dem Herdfeuer ausgesetzt war, zog ich mich in tiefe Meditation zurück, um über das Wesen der Wahrheit zu sinnieren. Ich schärfte meinen Geist wie meine Klinge und beschloss die Prinzipien, die ich den Rest meines Lebens ehren würde. Mit Tavas Segen muss der Schwertsänger dasselbe tun, um die Vollendung der Weisheit zu erreichen. Vielen Dank, wie ihr mich immer angreift, nachdem ich alle eigentlich beseitigt hatte, die da waren. Boah. So, wehe, da kommt jetzt noch einer. Die Vollendung der Hingabe. In der Jahreszeit des Lebens, in der ich unter der Sonnenhöhle wandelte, kniete ich vor der Macht der Götter nieder. Ich verschrieb mich völlig dem Geist des Schwertes, um meinen Shihai zu schmieden, den ich den Rest meines Lebens führen können. Dass ich den Rest meines Lebens führen würde können. Och Gott, es ist zu früh am Morgen. Mit dem Segen des großen Vaters muss die Schwertsänger dasselbe tun, um die Vollendung der Hingabe zu erreichen. Was? Wer will welche Wäsche? Das ist meine Wäsche, hat die doch gesagt, oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, ich hoffe, die legt jetzt das Richtige hin. Podest? Ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Hingabe an. Danach kommt die Disziplin. Dann werden wir ein Opfer darbieten und haben gerade die falsche reingetan. So. Die Frage ist jetzt, was davon war jetzt richtig? Das hat er mir nicht gezeigt, ne? Kann man das nochmal lesen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich mache nochmal die Hingabe da rein. So, dann hatte ich ja die Disziplin hier. Und eigentlich wollte ich ja hier das Opfer, was er irgendwie nicht gemacht hat, keine Ahnung. Und die Weisheit wollte ich ja als letztes machen. Das möchte er allerdings auch nicht. Gibt es hier denn irgendwo einen Hinweis, wo wir eventuell... Das war kein Hinweis, aber das können wir jetzt auch nicht nochmal lesen hier. Das ist ja doof. Dann schaue ich nochmal eben nach. Moment. Questgegenstände zum Lesen benutzen. In der Jahreszeit des Lebens. Das ist die Disziplin. Ach so, Jahreszeit.
Nee, das ist auch Jahreszeit. Sonnenhöhle. Segen des großen Vaters. Vollendung der Hingabe. Da ist aber auch kein Hinweis darauf, in welcher Reihenfolge das jetzt drauf gemacht werden soll, ne? Ich schärfte meinen Geist wie meine Klinge und schloss die Prinzipien, die ich den Rest meines Lebens in. Also, Weisheit nehme ich mal stark an, soll als letztes kommen. Aber der Rest, ich habe absolut keine Ahnung. Wir machen erstmal Disziplin. Disziplin, dafür brauchen wir ein Opfer. Dann haben wir die Hingabe. Und die Weisheit als letztes. Heißt das jetzt das letzte ist richtig oder das letzte ist falsch? Ich weiß es nicht. Dann machen wir ein Opfer. Haben Disziplin. Aber dann wäre das ja eigentlich. Ach Mist. Dann kommt die Hingabe und die Weisheit. Nee, er macht aber immer nur das Letzte weg, ne? Also, entweder heißt das, dass Weisheit das Einzige ist, was richtig ist. Das kann natürlich auch sein. Die Schriftrollen sprechen von den Prinzipien Weisheit, Disziplin, Opfer und Hingabe und von den Jahreszeiten des Lebens, in denen ich diese Prinzipien gemeistert habe. Bringt sie in die Reihenfolge, in der sie gemeistert wurden. Weisheit, Disziplin, Opfer, Hingabe. Achtet auf den Lauf der Zeit und die Anordnung der Sonne, der Sterne und des Mondes, um es zu verstehen. Weisheit, Disziplin, Opfer, Hingabe. Probieren wir mal aus. Weisheit, Disziplin, Opfer, Hingabe. Hätte ja klappen können. ich hasse solche Quests, ganz ehrlich. Jahreszeit des Lebens. Die Regenhand. Rest meines Lebens. Ja, aber da steht jetzt so nichts direkt drin. Ich glaube, ich werde einfach mal mein Glück probieren und euch dann beim letzten einfach hinzufügen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier einen kleinen Cut hinmache. Also, mir ist jetzt Folgendes aufgefallen. Das mit der Regenhand, das hatte ich ja schon beim ersten Mal gelesen, aber ich hatte den Rest noch nicht durchgelesen. Deswegen bei den anderen, die Hingabe steht was mit Sonnenhöhe. Das wäre für mich der Sommer. Es fängt ja im Endeffekt an Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das heißt, die Hingabe wäre für mich das zweite. Dann die Weisheit, Herdfeuer würde ich mal behaupten, weil ich jetzt die anderen ja auch nochmal kenne, würde ich sagen, dass das wahrscheinlich der Herbst ist. Weil es da ja schon so ein bisschen kühler wird und man das Herdfeuer damals dann angemacht hat, damit es ein bisschen wärmer wird. Das heißt, die Weisheit dann als vorletztes. Und beim Opfer steht Eisherbst. Das könnte jetzt theoretisch auch der Herbst sein. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Also es kann sein, dass man die letzten beiden vertauschen muss. Aber weil da Eis steht, würde ich jetzt mal behaupten, dass das wahrscheinlich dann der Winter sein muss. Das heißt, dass das Opfer in den Winter rein muss. Das heißt, ich habe mir das jetzt mal extra aufgeschrieben nebenbei, damit ich das jetzt nicht vergessen kann, dass die Disziplin dann als erstes kommt. Da stand ja was mit Regen drin. Dann als zweites war die Sache mit der Sonne bei der Hingabe. Als drittes hatten wir dann wahrscheinlich das Herdfeuer mit der Weisheit. Und als letztes den Winter oder dieses Eis, das Eisfeuer, glaube ich, stand da drin, mit dem Opfer. Nun gut, ihr habt meinen Segen.
Jetzt müsst ihr den Geist meines Sohns suchen. Sprecht mit Divad. Okay, er ist weg. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich den Leuten eventuell mal schreiben soll, wie das hier aussieht. Kleinen Moment. So, dann geht es jetzt weiter. Frage ist nur, wohin? Moment, hier geradeaus. Ich liebe ja Rätsel in Spielen, aber... Also ich meine, das ging ja jetzt noch. Man musste tatsächlich auf das achten, wo ich dachte, wo man drauf achten muss, aber dann doch irgendwie nicht gedacht habe, dass es das ist. Und naja, okay. Egal, aber es ging dann ja doch noch, letztendlich. Ich war schon echt verzweifelt manchmal. Weil ich jetzt das Ganze ein paar Mal reingemacht hatte. Ich spüre große Entschlossenheit in euch, Lebende. Aber nur wenige der Lebenden sind dumm genug, in diese heiligen Hallen vorzudringen. Und noch weniger sind dumm genug, Einlass in die Kammer des Übergangs zu suchen. Aber das ist eure Absicht, nicht wahr? Ja, und euer Vater hat mir seinen Segen gegeben. Dann habt ihr in eurem Leben schon erreicht, was mir so viele Schwierigkeiten bereitete. Der Einfluss meines Vaters war allerdings nur einer der Aspekte, die den Sinn meines Lebens vorgaben. In Wahrheit waren es die Rolle meiner Mutter und das Opfer, das sie brachte, die endgültig über mein Schicksal bestimmten. Welches Opfer brachte eure Mutter? Als Kaiser Hiras Soldaten kamen, um mich zu verhaften, schlugen sie meine Mutter und so fand sie den Tod. In genau jenem Augenblick gab ich mich zum ersten Mal ganz dem Weg des Schwertes hin. Für den Erhalt meines Segens müsst ihr die Feuerschalen in der Kammer oben in den passenden Farben entzünden, um ihr Opfer zu ehren. In Ordnung. Wie entzünde ich die Feuerschalen? Ihr werdet feststellen, dass die Feuerschalen bereits brennen. Ihr müsst einfach die Farben jeder Feuerschale durchgehen, um sie der Erinnerung an die letzten Augenblicke im Leben meiner Mutter anzupassen. Wichtig ist hierbei, die Farben in die richtige Reihenfolge zu bringen. Woher weiß ich die richtige Reihenfolge der Farben? Dreht euch um und werdet Zeugin jenes Augenblicks, in dem meine Mutter ihr Opfer brachte. Erinnert euch an ihn, so wie ich es tue. Bewahrt ihn in eurem Herzen und entzündet die Feuer meiner Erinnerung. Ich werde die Feuerschalen in den Farben eurer Erinnerungen entzünden. So, dann schauen wir mal. Also, ich habe nicht mehr viel Platz hier auf meinem Zettel. Rot ist auf jeden Fall oben links. Dann, ja, ich denke mal, dass das gelb ist unten links. Was ist das? Blau unten? Aber der obere ist doch eigentlich auch blau, oder? Dann schreibe ich da am besten noch zu Knien. Also, sprich Sohn. Dann die Mutter ist gelb. So ein Typ ist rot und einer mit einem Zeigefinger. Ich weiß ja nicht, worauf ich jetzt genau achten muss. Ob das jetzt nur die Farben sind oder ob das jetzt tatsächlich auch irgendwas mit den Figuren hier zu tun hat. Okay, achso, ich sollte vielleicht wieder einschalten, damit ich auch weiß, wo ich hin muss. Oje, oje, ich habe jetzt schon ein bisschen Panik. So, wir kommen hier rein. Das heißt, dass da hinten rot ist. Hallo? So, rot, das war dieser Typ. Dann der Typ mit dem Zeigefinger müsste dann ja hier sein. Der ist auch schon drin. Das soll dann grün sein. Na gut. Dann unten links war gelb. Hallo? Du bist nicht gelb. Genau, gelb war die Mutter. Und dann der Typ auf den Knien. Der müsste dann hier sein.
wenn er denn rein. Danke, dass ihr das Andenken meiner Mutter geehrt habt. Ihr habt meinen Segen. Jetzt müsst ihr Makela Leki aufsuchen. Suche ich den denn auf? Och, lauf, komm. Was verfolgst du mich jetzt? An dir bin ich überhaupt gar nicht vorbeigelaufen. Können wir? Hallo? Man muss sehr mutig sein, um die Kammer des Übergangs zu betreten. Aber Mut allein macht noch keinen Krieger aus. Einer hat die Kammer schon ohne meinen Segen betreten. Aber ihr kommt und sucht genau das, nicht wahr? Das tue ich. Ich versuche, die Frau aufzuhalten, die dort hineingegangen ist. Und indem ihr unseren Segen sucht, beweist ihr, dass ihr eine solche Ehre verdient. Diese Septima Tarn, die in die Kammer eindrang, ist stark, tapfer und sogar weise. Doch ihr fehlt dennoch eine entscheidende Eigenschaft einer wahren Anzei. Welche Eigenschaft ist das? Die Antwort darauf ist der Schlüssel zu meinem Segen. Ihr werdet mehrere imposante Schwerter in dieser Kammer finden. Sie sind nur Symbole für Ideale. Aber wenn ihr mir die Klinge bringt, die ein wahrer Schwertsänger führen würde, gewähre ich euch Zugang zur Kammer des Übergangs. Nein, da stand doch eben was vom wahren Schwertsänger. Dann werde ich das passende Schwert wählen. Die Frage ist jetzt, kann man nochmal mit dir reden? Ihr müsst wie ein Schwertsänger denken. Wenn ein Krieger seine Methodik beherrscht, welche Klinge wäre dann am besten für ihn? Das weiß ich doch nicht. Schwert des Magnusfürsten? Ich weiß doch gar nicht, wo hier die Unterschiede sind. Des Großkönigs? Einfaches Übungsschwert? Schwert des Heiligen? Ich nehme an, das Übungsschwert. Weil der immer wieder daran erinnert werden soll, dass er quasi immer trainiert, vielleicht? Ihr müsst wie ein Schwertsänger denken. Wenn ein Krieger seine Methodik beherrscht, welche Klinge wäre dann am besten für ihn? Ich glaube, ich habe die richtige Klinge. Nun gut. Welche Klinge ist es? Das einfache Übungsschwert. Gut gemacht. Ein wahrer Schwertsänger würde das Übungsschwert wählen, weil es nicht auf das Schwert ankommt, sondern auf denjenigen, der es führt. Ihr versteht wahre Demut. Ihr habt meinen Segen. Ihr dürft die Kammer des Übergangs betreten. Hab Dank. Das war zwar nicht der Grund, den ich mir ausgedacht hatte, aber das ist doch schön, dass wir es zumindest richtig erraten haben. So. Sind da wieder irgendwelche Idioten mitten im Weg? Basti, kümmere dich mal bitte um die Jungs hier. Die nerven mich ganz schön. Och nee, jetzt ist hier auch noch so einer. Du nervst mich sonst auch wieder, wenn ich durch die Tür will. Das weiß ich doch. Helden, Götter, Kaiserliche, wer trägt hier die Verantwortung? Ihr. Ihr habt den Segen der Helden verdient. Aber Segen bringt euch nur durch die Tür. Seid ihr wirklich für das bereit, was sich auf der anderen Seite befindet? Ich weiß es nicht. Was liegt auf der anderen Seite? Etwas, das noch kein Sterblicher je gesehen hat. Bis dieses fiese Weib dort hineinging natürlich. Und wer weiß schon, was sie dort drinnen getrieben hat. Ich schätze aber, ihr werdet es bald herausfinden. Und wir haben eine gestärkte einhändige Axt erhalten. Das wahre Mysterium ist, was will so eine Frau an einem Ort wie diesem? Sie hat einen Gefangenen. Aber die Kammer des Übergangs ist nicht der Ort, um jemanden festzuhalten. Es ist ein Ort, um jemanden weiterzuschicken. Um jemanden wohin zu schicken? Zu den fernen Ufern natürlich. Das hier ist er. Das ist der Pfad, den die Seelen von Helden nehmen, um ins Jenseits zu gelangen, wie es manche nennen. Früher flogen hier andauernd irgendwelche Seelen durch. Ich schätze, es gibt wohl nicht mehr so viele Helden. Versucht Septima Tarn zu den fernen Ufern zu gelangen?
Meint ihr, dass das alles nur ein übertrieben komplizierter Selbstmordversuch ist? Ich fürchte, ich teile euren Optimismus nicht. Aber was macht sie da drin? Ich würde ja sagen, das wissen nur die Götter, aber ich glaube fast, dass nicht mal sie das wissen. Soweit ich das sehe, gibt es nur einen Weg, um es herauszufinden. Ich verstehe. Ich gehe hinein. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir das jetzt alles in einer Folge machen sollen. Deswegen würde ich sagen, mache ich hier mal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Elder Scrolls Online. Wir sollen zu fernen Ufern wandeln. Und ich schaue gerade, das ist hier unten. Oh, das sieht so ein bisschen aus wie das Haus, was ich geholt habe. Die Oase der Diebe. Schaut, Emmerich, eure Retterin eilt heran. Oder ist es eure Henkerin? Hallo? Es ist gut, dass ihr hier seid, meine Freundin. Obwohl ich fürchte, dass ich sterbe. Haltet durch, wir können euch heilen lassen. Ihr seid eine gute Freundin. Tapfer und treu und all das. Aber ihr seid eine schrecklich schlechte Lügnerin. Ich wünschte nur, es wäre nicht dieses Weib Septima, das mich umbringt. Eure Majestät? Jetzt muss ich mich wohl verabschieden, meine Freundin. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh nein, Emmerich, ich hol dich da raus. Wir haben hier nicht so viel zusammen durchgemacht. Hallo? Wieso komme ich da nicht rein? Hä? Wir haben hier nicht so viel zusammen durchgemacht, damit du jetzt hier einfach sterben kannst. Aber wie komme ich jetzt hier auf die andere Seite? Ich habe keine Ahnung. Ist das das nächste Rätsel? Ah. Findet König Emmerichs Seele. Sieht aber schon sehr cool aus hier. Wollen wir mal schauen, wo ist sie denn? Also die Seele. Einmal König Emmerichs Seele bitte zu mir. Wir haben noch einiges vor. Hier wird nicht schlapp gemacht. So nicht, mein Freund. Ihr auch hier? Könnt ihr uns zurückbringen? Hier ist es zwar ganz angenehm, aber ich bin noch nicht bereit zu sterben. Sie dürfen nicht gewinnen. Ruhe jetzt, Emmerich. Euer Tod spielt keine große Rolle. Es gibt noch andere Könige. Diese hier wollte ich. Die, die das Bündnis immer und immer wieder zusammenhält. Das Überbleibsel aus Kalthaf. Ihr dachtet, ich wüsste es nicht, stimmt's? Aber das tat ich und ich wusste, dass ich euch nicht töten kann, auf Mundus. Aber hier seid ihr von Kalthafen, von eurer Seele getrennt. Hier sitzt ihr fest und jetzt lebt wohl. Unverschämte Nekromantin! Die fernen Ufer sind kein Verlies, in das ihr eure Feinde werfen könnt. Ihr wagt es, hierher zu kommen und erwartet jetzt einfach wieder gehen zu können? Oh nein! Aber ihr seid keine geringeren Närrin. Eine ehrbare zwar, aber dennoch eine Närrin. Gut, sei's drum. Ich mache euch ein Angebot. Tötet dieses verderbte Weib und ihr und euer Lehnsherr dürft nach Mundus zurückkehren. Ich gehe, wann es mir passt. Aber es wird mir eine Freude sein, euch zuerst eine Lektion in Sachen Macht zu erteilen. Ja, so. Wieso haut die einfach ab? Nein, ist nicht dein. Ja. Egal ob hier oder dort, die Toten unterstehen meinem Befehl. Helshira, erhebt euch und kämpft. Ja. Dann brauchen wir halt wieder eine Stunde, um erstmal die ganzen kleinen
möchte gern Kämpfer hier umzubringen. Oh Leute, ernsthaft. Das ist so ätzend, wenn die dann sofort runtergebürstet werden könnte. Aber nicht. Man kann sie nicht runterbürsten, weil die das so blöd programmiert haben. Dass man dann erstmal noch mit dem Ganzen drumherum hier kämpfen muss. Und ja, natürlich gibt es noch eine dritte Runde. Okay. Gibt doch keine dritte Runde. Nun, das war entmutigend, nicht wahr? Emmerik, euer Tod spielt keine große Rolle. Ich kann nicht glauben, dass sie das gesagt hat. Aber wer weiß, ist es vielleicht wahr? Natürlich nicht, euer Majestät. Das Dolchsturzbündnis braucht euch. Das ist eine Erleichterung, nehme ich an. Ein Teil von mir möchte hier bleiben. Doch würde ich es für alle Ewigkeit bereuen, nicht wahr? Da ich mich in der glücklichen Position befinde, die Wahl zu haben, ziehe ich es vor, dass ihr mich zurückbringt. Natürlich. Ich werde eure Seele zurückbringen. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber ich werde es machen. Oh, hi. Wäre es wirklich eure Zeit, würde ich euch vielleicht einladen, hier an den fernen Ufern zu bleiben. Ihr habt das Recht verdient, hier zu sein. Aber es ist nicht eure Zeit, also müsst ihr gehen. Nehmt euren Lehnsherrn zurück, stellt ihn wieder her und dann müsst ihr alle die Halle der Helden verlassen. Stellt ihn wieder her, wie so ein Lego-Baustein oder so. Ich verstehe. Bringt uns zurück in die Halle der Helden. Mein Vetter. Mein König, es tut mir leid, dass wir euch nicht helfen konnten. Doch, kein Thema. Ich habe seine Seele. Da bin ich also. Noch immer tot. Also klettere ich einfach wieder hinein? So, das war einfacher als gedacht. Diese Messerwunde sticht zwar noch immer, aber es ist gut, am Leben zu sein. Keiner wundert sich, einfach mal gejubelt hier. Das war eine Erfahrung, die ich nicht so schnell vergessen werde. Ich würde sagen, dass ihr eure Pflicht mehr als erfüllt habt. Eigentlich kann ich gar nicht deutlich genug betonen, wie sehr ihr eure Pflicht erfüllt habt. Natürlich war Septima eigentlich hinter euch her, nicht wahr? Ja, wir haben beide Glück, noch am Leben zu sein. Das kann man wohl sagen. Außerdem bin ich dankbar dafür, dass Septima meine Zuneigungsbekundungen nie erwidert hat. Bei Maras Gnade, diese Frau ist nicht gut gealtert. Dank euch spielt sie nun allerdings nicht die geringste Rolle mehr. Ich vermute jedoch, dass wir uns noch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen können. Und wir erhalten eine geladene einhändige, nicht Klinge, sondern geladenes einhändiges Schwert vom Seth Rohling der 7. Legion und einen Fertigkeitspunkt. Sprecht mit Catwell in der Zuflucht. Ja, das mache ich gerne. Danke, danke, dass ihr mir... Achso, ich kann ja eigentlich direkt dahin reisen. Ne? Moment, dann gehen wir mal kurz hier auf... Das Falsche drauf. Moment, Auridon, reisen direkt hin. Ja, ausnahmsweise machen wir das mal. Basti, erschreck mich doch nicht so. Ich wollte eigentlich zu Catwell. So, die Frage ist jetzt nur, wo steht der Kerl? Irgendwo links? Ja, er steht an seinem ursprünglichen Platz. Hallo, Catwell! Du liebe Zeit, ein dreifacher Champion, ja? Bravo! Ich habe die ganze Welt bereist, Catwell. Und nicht die ganze Welt, keineswegs die ganze Welt, aber doch schon ein beachtliches Stückchen. Ich habe etwas für euch zum Dank für all eure Mühen. Und wir halten das, also eine Halskette von Inrobust, von Meridias gesegnete Rüstung. Und wir erhalten Catwells Helm des Heldentums. Das ist der komische Topf, den er auf dem Kopf hat.
Ja, und damit kann ich euch das nochmal kurz zeigen. Wir haben ja hier immer unseren Catwills Almanach gehabt. Den haben wir jetzt komplett abgehakt. Und das heißt dann für mich, dass ich jetzt endlich von den Stalkern befreit werde, weil ich kann mich jetzt um die Magiergilde kümmern und ich kann mich um die Kriegergilde kümmern. Und ja, wenn ich die soweit durch habe, ich weiß nicht, ob ich die komplett am Stück spielen kann. Ich hoffe es wirklich sehr, weil der Plan war ja ursprünglich mal, dass ich die Sachen jetzt erst mache. Zum einen, weil dann natürlich die Story so komplett durchgezogen wird und jetzt weder von Nebenquests unterbrochen wird, noch von irgendwelchen anderen Sachen. Und auf der anderen Seite habe ich das ja deswegen gemacht, weil ich auch die Magiergilde und die Kriegergilde ein bisschen leveln möchte. Entsprechend hoffe ich inständig, dass ich da auch ein bisschen hochgekommen bin vom Level, sodass wir im besten Falle beide Quests einfach so durchziehen können mit der Questreihe, sodass das dann auch so ein bisschen nah beieinander liegt und dann nicht unterbrochen wird, indem ich dann was anderes machen muss und beim nächsten Mal fange ich dann wieder eine Hauptquest irgendwo an und plötzlich lauert mir da irgendeiner auf von der Magiergilde zum Beispiel und sagt, ja, wir brauchen eure Hilfe und dann geht's weiter und keiner weiß mehr, worum es überhaupt im letzten Teil ging von der Magiergilde. Das hoffe ich inständig, dass es vielleicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, beziehungsweise ich schaue auch, dass ich dann zwischendurch nochmal versuche, so gut es geht, ein bisschen zu leveln. Magiergilde geht ja noch. Kriegergilde wird schon ein bisschen schwieriger, weil da muss man dann halt viel kämpfen unterwegs. Und wenn ich nicht aufnehme, spiele ich diesen Char normalerweise nicht. Deswegen wird es dann mit den Kämpfen ein bisschen schwieriger werden. Ich werde auf jeden Fall so oder so die Magiergilde als erstes beginnen. Und ja. Das machen wir dann aber im nächsten Video. Ich muss mal schauen, wie ich jetzt das Ganze zusammenschneiden werde. Wundert euch also nicht, wenn der Cut vielleicht mal hier und da ein bisschen komisch ist, weil das eigentlich eine große Folge ist. Ich mich dann aber doch entschieden habe, mich zu verabschieden und danach dann aber nicht mehr so viel kam. Und ja, ist so ein bisschen hin und her. Ich schaue mal, wie ich das am besten schneiden werde. Also das ist ja quasi dann Vergangenheit, weil ihr seht ja schon dieses Video, da wisst ihr dann ja schon, wie ich das geschnitten habe. Aber im Moment spricht ja noch mein Vergangenheits-Ich, also eigentlich ist das mein Gegenwarts-Ich, was aber für euch mein Vergangenheits-Ich ist. Und das mit den Zeitreisen ist kompliziert, deswegen fange ich da gar nicht erst weiter drüber an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge sehen wir uns dann mit der Magiergilde wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.